Hier ist das Lumpenpack! Nein, das gibt's doch nicht! Das kann ja nicht. Dankeschön! Hallo? Hallo! Guten Tag! Wir sind das Lumpenpack. Wir sind hier, um eine Warnung auszusprechen. Tatsächlich sind Max und ich inzwischen in einem Alter und wir haben kürzlich festgestellt, dass sich unser Freundeskreis nicht mehr verändert. Also der ist jetzt seit einer Weile einfach so geblieben. Wir dachten ganz lange, die coolen Freunde kommen irgendwann noch. Das ist allerdings nicht passiert. Und unser Freundeskreis verändert sich jetzt das nächste Mal wahrscheinlich erst wieder, wenn hinten welche wegsterben. Also das ist dann der nächste große Einschnitt. Und bei der Wahl unserer Freunde sind Fehler gemacht worden. Und wir möchten euch genau diese Fehler ersparen, weshalb wir das folgende Stück geschrieben haben, damit ihr aus unseren Fehlern lernen könnt. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur. Ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur, was ist nur passiert? Wo bin ich falsch abgebogen? Warum sind meine Freunde Pädagogen? Es ist schön, dass ich euch kenne. Es macht Spaß, mit euch zu plauschen. Ihr habt nachmittags oft Zeit. Ihr habt immer was zu rauchen. Aber wenn bei mir ein Rohr platzt, seid ihr wirklich zu nichts nütze. Ihr seid zwar alles Lappen, aber trotzdem gibt's ne Pfütze. Es schießt Wasser aus der Wand. Keiner hilft beim Reparieren. Ihr seid nicht gut mit Zangen, aber gut im Diskutieren. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur. Was ist nur passiert? Womit hab ich das verdient, dass meine Freunde Lehrerinnen sind? Ingenieure, Fliesenleger oder Fliesenlegerinnen, Architekten, Handwerksmeister, das sind Freunde, die was bringen. Urokardioproktologen, der Termin am nächsten Tag, Straffamilien und Zivilrecht, jemand, der einen Sprinter hat. Bau mein Haus, streich meine Wohnung, schneid mein Haar und impf mein Kind. Schnell und schwarz und nicht zu teuer, dachte, dass wir Freunde sind. Wow. Diggi, das mega teuer. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur. Was ist nur passiert? Ist das hier ein schlechter Witz? Warum können alle meine Freunde nichts? Pädagogen. Schlecht frisiert und gut erzogen, harte Hand und weiche Drogen, stumpfe Schere, Bastelbogen. Morgens paar Gedichte lesen, danach in Geschichte dösen, Stuhlkreis zum Konflikte lösen. Ja, die Elternabende sind hart, denn wenn man da die Eltern fragt, sind alle Kinder hochbegabt. Im Sommer geht's 6 Wochen weg, Economy mit EasyJet, die Rotstifte im Handgepäck. Jetzt hört ihr dieses Lied und fragt, warum wir euch blamieren. Gegenfrage gibt es gerade nichts zu korrigieren. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen den Monteur. Ich tausch euch alle gegen den Monteur. Vielen Dank. Das Lumpenpack! Auf Tour! Sie sind auf Tour mit dem Titel Eine herbe Enttäuschung, das Lumpenpack!